Also, meine erste Frage wäre ein ganz, ja, eigentlich ein Klassiker. Wie geht's Ihnen denn momentan? Ich habe jetzt ein paar Interviews gesehen, ich habe auch viel gelesen und ich habe so den Eindruck, Corona und Co. Macht Sie jetzt nicht so traurig, oder? Kann das sein? Ich lebe schon immer so und freue mich, dass jetzt alle mal so leben müssen, um ausprobieren, wie das ist, wenn man diesen ganzen Wahnsinn nicht mitmacht. Und beobachte das mit großer Freude und hoffe, dass da möglichst viel rauskommt. An neuem Leben, nicht? An einem anderen Menschsein. Das heißt, dass in der Corona-Krise ja auch also Ihrer Meinung nach dann eine gewisse Chance steckt, ne? Also, dass man sich quasi als Menschheit verbessert, oder? Selbstverständlich, weil eins ist völlig eindeutig und zwar das erste Mal in der menschlichen Geschichte auch, dass alle Menschen mal innehalten und überlegen, was sie eigentlich die ganze Zeit angestellt haben, dass sie jetzt, wie wir ja inzwischen wissen, zum Selbstmord führt. Und also Klimafrage nicht und so weiter. Schreien uns ja die Kinder dauernd auf der Straße an, nicht? Ihr klaut uns die Zukunft und so weiter. Und dann innezuhalten und mal nicht mehr nach außen zu gehen, wo wir immer diesen Blödsinn gemacht haben, der zum Selbstmord führt, sondern stattdessen notgedrungen nach innen zu schauen, ist natürlich das Beste, was man dann tun kann. Ich würde sagen, es ist im Grunde genommen eine Einladung zur Meditation, nicht? Also zum wirklich tiefer nach innen gehen. Und nur wenn man eben nach innen schaut, wird man sehen, dass man nicht dieser Irrsinnige ist, der die Welt zugrunde richtet und sich, sondern dass man möglicherweise ein Mensch ist, der lieben kann und mit allen verbunden ist, nicht? Auch mit den Tieren natürlich oder den Pflanzen, nicht? Aber dieses nach innen schauen, das fällt ja vielen Menschen auch schwer, ne? Also ich glaube, es liegt das daran, dass wir es einfach nicht mehr gewohnt sind, dass es eben immer dieses schnell, schnell, schnell und nach außen ist. Oder glauben Sie, dass auch viele mehr Leute einfach Angst davor haben, sich einfach mit sich selbst mal zu beschäftigen, ne? Weil es ist ja schon eine Hürde eigentlich, wenn man es noch nie gemacht hat. Ja, das ist unserer ganzen Kultur ist das so. Nie hat jemand nach innen geschaut. Es gibt hier überhaupt keine Erfahrung des Innen, auch keine Sprache dafür entsprechend. Und deswegen ist es das erste Mal, dass wir das versuchen, weg von diesem Materialismus mal dahin zu schauen, wo wir Manas nach eigentlich sind, nämlich im, ja, Geist nennen wir das halt, nicht? Und Ja. das ist das, was wir jetzt das erste Mal wirklich alle versuchen. Und wo gucken wir dann zuerst hin? Ins Internet. Das Internet ist die Vorstufe für den Materialisten des wahren und weiteren Innen. Und deswegen wird das heute aufgesucht und die Leute stellen fest, Mann, da kann man ja eine Menge machen und werden wahrscheinlich nicht mehr ganz so in das Äußere zurückkehren und das Internet verdammen, nicht, was ja jetzt die ganze Zeit über zunimmt, wie sie das vorher getan haben. Und das finde ich ist eine absolut positive Entwicklung und ich freue mich darauf, was dabei rauskommen wird. Also welche Chancen wir dadurch erneut ergreifen werden, Mensch zu werden. Aber das fand ich ganz interessant. Also ich habe auch ein paar Sachen gelesen, was Sie gesagt haben über das Internet, ne? Und das Internet hat ja heute nicht immer so ein positives Image eigentlich. Aber Sie finden das ja gar nicht so, ne? Sie empfinden das als positiv, dass man quasi das nutzt, um ins Innere zu gehen. Ja, richtig. Es kommt natürlich jetzt ein Problem dazu, dass die Leute sagen, am Anfang war es ja so, Internet ganz toll und so weiter. Und dann wurde es immer schlimmer bis heute, wo man inzwischen sagt, das ist Überwachungsfaschismus, das ist Konsumfaschismus und so weiter. Also ganz furchtbar, nicht? Und wir sollten uns dem entziehen, wir sollten zumindest unsere privaten Daten raushalten und die als Besitz für uns behalten, auf denen rumsitzen und nichts mit weiter anfangen. Das ist aber das alte Leben. Und ich habe natürlich das auch erstmal nicht verstanden, aber inzwischen verstehe ich das sehr gut, weil ich diese ganze Entwicklung schon vor etwa 40 Jahren angefangen habe zu machen. Wenn du das erste Mal nach innen schaust, dann wirst du nicht etwa den Himmel sehen, nicht? Was Leute natürlich erhoffen, und das wird ihnen ja auch immer versprochen, nicht? Von den östlichen Leuten und so weiter, sondern du wirst erstmal deinen ganzen Faschismus sehen, der du nämlich zunächst mal bist und immer warst, der nur mit dem schönen Gerede von der Aufklärung und von der Religion eben überdeckt worden ist, indem man gesagt hat, nicht die Bibel sagt noch, wir sind alle mal Sünder und kommen da nicht raus,
Aber später haben die Leute gesagt, doch, da können wir es machen, wir müssen Vernunft benutzen, nicht Kant, Aufklärung und so weiter. Und dann wird das schon und haben das alles schön geredet. Nun stehen wir am Ende dieser Entwicklung und sehen, dass wir mit diesem ganzen Schöngerede uns nach wie vor zugrunde richten. Also hat da was nicht gestimmt. Und deswegen gibt es jetzt wieder Leute, die aussteigen wollen, müssen auch. Du musst aus dem brennenden Haus, aus dem untergehenden Schiff, musst du endlich aussteigen. Nicht? Und das ist eben etwas, was wir vernunftmäßig nicht hinkriegen. Nicht? Die Kinderchen haben ja immer geschrien, nun steig doch endlich da aus, hört auf mit dem Wahnsinn, mach das anders und so weiter. Wir hören doch gar nicht. Nicht? Wir machen einfach weiter, obwohl wirklich Wissenschaft nicht alles schon klar sagt, wenn ihr so weitermacht, dann kippt das Ganze und so weiter, unsere Erde und ihr dazu und so weiter. Und das heißt, wir müssen anders nochmal damit umgehen. Und wie machen wir das? Mit unserem Unbewussten, nicht? Dass dann über eine Krankheit an uns sich wendet und sagt, ihr müsst damit aufhören, ihr müsst was anderes machen. Plötzlich hören wir, nicht? Was die Fridays for Future wollten, dass wir in Panik geraten, dass wir sehen, wie krank wir sind und dass wir gesund werden wollen, das vermag nur eine Krankheit, das vermag nicht unser Verstand. So blöd sind wir. Wir sind so blöd, dass wir nicht mal mit diesem Verstand überleben können in dieser Welt, mit diesem merkwürdigen Programm, das wir drauf haben, mit diesem Materialismus. Und deswegen kommt dieses Unbewusste. Viren sind eigentlich Daten, nicht, die uns zeigen, wer wir sind. Nämlich zunächst mal Leute, die sich zugrunde richten. Und das sehen wir jetzt. Und da halten wir endlich mal inne, kriegen die Panik so ungefähr, Mann, das wird ja ganz schlimm und so weiter. Und fangen an jetzt zu überlegen, wie wir weiterleben können. Und das wird bestimmt nicht so sein wie früher. Viele Leute denken ja noch, ja, die Normalität wird wieder kommen. Kann nicht sein. Das ganze System ist gerade von uns abgestürzt worden. Dieses System, wie wir gelebt haben. Also es wird nie wieder so sein. Frage ist jetzt, wie werden wir weiter leben? Wie viel lernen wir aus dieser Krankheit? Welchen Gewinn ziehen wir aus dieser Erfahrung, der dazu führt, dass wir gesund werden, also auf Deutsch anders weiterleben? Und nicht nach jeder Krankheit ist das ja so. Du musst ja das, was du dich krank gemacht hat, musst du ja irgendwie doch verändern. Du musst danach anders weiterleben. Und meistens natürlich irgendwie etwas besser, weil du kannst ja nicht das Vorige wieder machen, dann wird es wiederkommen. Und da ist jetzt die Frage, wie viel lernen wir daraus? Oder wird eine zweite Welle, eine fünfte Welle und so weiter, diese Viren mutieren ja ständig nicht, sind also ständig um uns besorgt, kommen, um uns mehr zu lehren, wenn wir bei der ersten Runde eben zu wenig dann mitbekommen und entsprechend auch verändert haben. Wir müssen uns neu erfinden. Aber das Neuerfinden, das ist gerade wirklich ein gutes Stichwort. Als wir uns das letzte Mal, wie gesagt, ist schon länger her, unterhalten hatten, da haben wir uns über Lebensziele auch so ein bisschen unterhalten. Und dann meinten Sie damals, dass es Ihr Ziel ist, irgendwann vollkommen zu werden. Ne? War so dieser O-Ton, der da quasi über allem stand. Was würden Sie denn sagen? Wie gesagt, das Interview ist jetzt, glaube ich, 8 Jahre her. Sind Sie auf einem guten Weg? Haben Sie noch weit vor sich? Sind Sie angekommen? Ich sage ja, was jetzt Corona hier anrichtet, mache ich schon seit ewigen Zeiten, weil ich auch ein Asperger-Autist bin und so weiter. Und wenn man vollkommen werden will, dann heißt das ja nur, dass man ein wahrer Mensch werden will. Nicht? Denn in den esoterischen Geschichten ist das ja deutlich, nicht? Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also auf Deutsch, wir haben ein Anrecht darauf, das ist unser Erbteil, wenn man so will, als Menschen. Und das habe ich damals eben gesagt und das ist jetzt in die heutige Sprache übersetzt, hieße das eben, ihr müsst menschlicher werden. Ihr müsst Menschen werden, indem ihr euch nach innen wendet, was ich ja damals auch schon getan habe und weiterhin tue, und müsst danach suchen nach eurer Vollkommenheit. Heute nennt sich das Optimieren. Nicht? Kann das jeder? Die Krankheit sagt, jeder muss. Ihr seid alle gleich vor der Krankheit dazu verpflichtet, nach innen zu gehen und euch neu zu erfinden. Das sagt uns die Krankheit. Und zwar jeden. Und zwar weltweit. Nicht? Das erste Mal in der menschlichen Geschichte, dass es sowas gibt, weil das Internet schon vorher ein planetarisches, ein globales Bewusstsein geschaffen hat, das uns aber noch nicht so recht bewusst war. Jetzt wird uns das immer bewusster. Wenn jetzt da in Amerika ein Schwarzer erschossen wird, dann geht uns das plötzlich an. Da wurden doch schon seit Jahrhunderten Schwarze erschossen, nicht?
hat uns doch gar nicht gekümmert. Jetzt plötzlich sagen wir, ja Mann, das sind wir ja auch und so weiter. Oder wenn in China da die Leute irgendwas Komisches essen, dann geht uns das was an, weil wir plötzlich angeblich Viren von ihnen, also im Grunde genommen Gedanken oder wie soll man sagen, Bewusstheitsanteile von ihnen damit bekommen. Das alles ist seit dem Internet der Fall und deswegen geht uns das alles unmittelbar an. Früher war es völlig wurscht, wenn ein Sack Reis in China umfiel. Wussten wir gar nicht. Dieses Bewusstsein erzeugt natürlich zunächst mal ein Gefühl dafür, dass wir alle zutiefst verbunden sind. Zunächst mal negativ nach dem Motto, wenn die was falsch machen, dann haben wir morgen ein Virus hier. Also müssen wir uns darum kümmern, dass die das nicht machen und wir kümmern uns deswegen darum. Und es gibt ja heute Riesenvorwürfe an China und so weiter, deswegen nicht von Amerika aus. Wer ist schuld, wer hat das alles in Gang gesetzt? Nein, wir können nichts dafür, die Chinesen. Nicht? Das ist ja eine Riesendebatte, die seitdem eben letztlich zunächst mal natürlich negativ scheint. Das heißt, wir werfen den anderen irgendwas vor und sagen, ihr seid schuld und wir wollen das nicht. Und wir versuchen uns abzuschotten euch gegenüber und so weiter. Das wird nicht gehen, weil dieses planetarische Bewusstsein keine Abschottungen mal mehr erlaubt. Früher waren die da, nicht? Da waren die Nationen ziemlich abgeschottet von den anderen. Aber heute geht das alles nicht mehr. Wir entwickeln uns zu diesem planetarischen Bewusstsein. Zunächst mal scheinbar negativ, nicht? Jeder ist des anderen Feind, sagen die Virologen, nicht? Der Todfeind geradezu, haltet Abstand, Social Distancing, nicht? Und so weiter. Und all das sind Schritte auf dem Weg zu einem globalen Bewusstsein, man kann aber auch sagen, zu einer planetarischen Liebesaffäre aller mit allen. Nicht? Wie jetzt das, was wir damals nur kurz hinbekamen, jetzt sich doch ganz langsam entwickelt durch all die Ängste der Menschen vor der Liebe, vor der Freiheit hindurch, durch Corona nochmal jetzt ein ganzes Stück nach vorne gebracht. Und ich muss sagen, ich verstehe es nur zu gut, weil ich habe ja selber meine Probleme gehabt und habe sie noch, nach innen weiterzugehen und immer noch mehr Mensch zu werden und so weiter. Aber dass das jetzt alle tun, da bin ich natürlich hoch erfreut. Wir haben gewonnen. Damals, was wir getan haben, haben wir nicht verloren, wie es ja erstmal schien, sondern jetzt nach 50 Jahren plus Corona sehen wir, ja, es geht tatsächlich dahin. Mein Gott, wir müssen halt so lange da durch unsere eigenen Institutionen uns kämpfen, marschieren, bis wir da einen Funken davon zu sehen beginnen. Und Sie wissen ja, wir sehen immer noch ziemlich wenig davon, nicht? Deswegen muss ja so eine Krankheit kommen, nicht? Dieses ganze Bewusstsein will noch gar, kann noch gar nicht sehen, das wir normalerweise haben. Dieses unerweiterte, dieses enge materielle Bewusstsein, dieses Körperbewusstsein. Aber die Krankheit biegt uns da was bei. Wer nicht hören will, muss fühlen. Haben Sie denn generell Angst vor dem Tod? Tja, ich glaube schon noch etwas. Ich beschäftige mich zwar dauernd damit, übe sterben, lerne sterben und so weiter, so gut ich kann, aber bin da auch zu doof eigentlich dazu und tue mich damit sehr schwer. Insofern dürfte ich noch Angst haben. Ich habe das auch gesehen, als eine von den Frauen starb jetzt, die ich da bis zum Schluss begleitet hatte. Und da habe ich gesehen, ja, ich kann das noch nicht, was Sie da auf diese Weise erstmal mit einem normalen Sterben, mit einem schmerzerfüllten Krebssterben eben versucht hat, nämlich zu sterben, bevor man dann das letzte Mal stirbt. Nicht? Darum geht es ja. Das ist ja eigentlich Meditation und das übe ich die ganze Zeit so gut ich kann. Aber ich bin da leider Gottes auch nicht so gut und habe mir das auch jahrzehntelang übel genommen, dass ich da ziemlich dumm bin, auch so dumpf bin, nicht? Wie wir alle leider sind. Glauben Sie danach überhaupt noch was? Was also glauben Sie an Gott? Oder glauben Sie Wiedergeburt? An was glauben Sie? Kommt nee, da noch irgendwas? Ich habe nie glauben können, diese netten Märchen da und so weiter von den Religionen, obwohl ich ja sehr fundamentalistisch da erzogen worden bin in einem Internat. Aber als wir dann, wenn man so will, Gott in Person erschien, und mir einen Weg nach innen, nämlich damit zu Gott, gewiesen hat. In dem Augenblick konnte ich, Glauben nennt man das halt hier, ich konnte sehen, ich konnte erleben, wer Gott ist. Und das ist meiner Meinung nach etwas ganz anderes als dieser blinde Glaube, den die ganzen Religionen eben uns allen nur zeigen können.
Okay, also dann ist der Blick nach innen auch wieder irgendwie eine Lösung, ne? Also nicht nur bei Corona, sondern auch bei solchen Fragen dann. Genau. Denn außen sehen wir Gott, weiß Gott nicht, nicht? Wir sehen ja nur eine grässliche Welt eigentlich im Grunde genommen, nicht? In der wir uns gerade umbringen, uns auch entsprechend grässlich. Und da müssen wir also woanders hingucken. Hier draußen haben wir lange versucht, Gott zu finden, also eine schöne Welt herzurichten, nicht? Und so weiter. Und das ist uns ja gründlich misslungen. Aber dann lassen Sie uns doch noch mal kurz über das sprechen, was Sie schon, wo Sie eben Sachen seit Jahren machen oder vor Jahren gemacht haben. Wenn ich früher, ich sag mal, wenn ich so 19, 20 war und habe an die Kommune 1 gedacht, dann habe ich wahrscheinlich das gedacht, was 90% aller Leute denken, ne? Also die sitzen da zusammen, die rauchen ihr Hasch und haben den ganzen Tag Sex. Das war so diese Grundannahme, die man halt immer gehabt hat. Und egal, was ich jetzt von Ihnen gelesen habe, wenn Sie dazu Stellung beziehen, Sie sagen mir, eigentlich war das gar nicht so, ne? Also eigentlich ging es ja um mehr. Ja, es ging um sehr viel mehr, aber die Presse, die ja das Bild von allen anderen Menschen natürlich geprägt hat von uns, die hat nur das verstanden, dass wir miteinander in einer Liebesaffäre sind. Und der normale Materialist, der denkt dabei automatisch und nur an Sex. Wir wussten das und haben aber dann gesagt, okay, wenn ihr nichts sonst versteht, wir haben Ihnen ja versucht zu erklären, was wir als Kommune machen, was unsere Erfahrung war, weswegen wir so verrückt sind, nicht, dass wir so ein Attentat gemacht haben und so weiter. Und sie haben nur den Kopf geschüttelt. Sie hatten die Erfahrung nicht und konnten absolut nichts damit anfangen. Wir selber taten uns übrigens auch noch schwer damit, weil wenn du eine Erfahrung machst, die es noch nie im Abendland gegeben hat, dann weißt du nicht, wie dir geschieht und was das ist. Und kannst damit nicht so recht was anfangen. Und deswegen haben wir dann eben später auch diese ganzen Sachen gemacht, die aber im Anfang eben gerade nicht vorhanden waren. Aber später als eine Ableitung für Materialisten, die keine Ahnung von diesen Dingen je hatten und haben, eben natürlich dann sich anboten, zumindest sie auszuprobieren. Also Sex, Drugs und Rock'n'Roll oder Revolution machen oder so, die Welt verbessern oder irgendwie, ja, freie Liebe haben die dann gedichtet, nicht? Und so weiter. Das kam nicht von uns, das kam von diesen Leuten, die dann uns für die normalen Leute verständlich machen sollten, Journalisten. Und die konnten nichts anderes schreiben. Und deswegen hängt uns das bis heute dran. Und ich gebe mir jetzt sehr viel Mühe, natürlich relativ vergeblich, muss ich sagen, bisher eben zu sagen, Mann, da steckt doch noch was ganz anderes dahinter. Ich würde sogar heute sagen und bin da meiner Sache ziemlich sicher, weil ich mich jetzt seit fast 50 Jahren damit ausgiebig beschäftige, das war eigentlich eine spirituelle Erfahrung, die wir natürlich als Westler, die von Spiritualität keine Ahnung haben und hatten, eben völlig unbegreiflich blieb und dann plump materialistisch dann einige Ableitungen hilfloserweise natürlich nur erfuhr. Und die waren dann eben, ja, tolle Drogen, tolle Kunst, tolle Musik, nicht? Und irgendwie wenigstens die schlimmsten Sachen abschaffen, Vietnamkrieg damals, nicht? Und so weiter, dieses ganze Krieg führen, diese ganze miese Arbeit, nicht? In denen die Menschen sich da immer aufrieben. Ja, was sollen wir tun, nicht? Und das dauerte dann ein Jahr, wo wir so high, wie soll man das nennen, waren, nicht? Wir können es nur so nennen, mit so Drogen ausdrücken, weil wir haben keine Sprache für eine Erfahrung, die es im Abendland nie gab. Also haben wir natürlich dann das auch aufgeben müssen, weil wir selber nicht damit umgehen konnten und deswegen es nicht beibehalten konnten. Zumal die Eltern uns deswegen natürlich mit einem gnadenlosen Krieg überzogen. Werdet wieder vernünftig, sonst knallen wir euch ab. Nicht? Haben sie ja zum Teil gemacht. Und das ist etwas, was eben die normale Kommunikation, die in unserer Kultur herrscht. Nicht? Immer Krieg, jedes gegen jeden. Und der Mensch ist des Menschen Wolf, sagt die Philosophie. Nicht? Und ich sage halt dazu, weil wir haben diese Erfahrung nun mal gemacht, wir sind alle eigentlich Faschisten. Nicht? Und da rauszukommen und da durchzukommen, das ist uns dann nur kurze Zeit gelungen. Und danach fielen wir auch wieder in die alten Körper zurück. Und seit 50 Jahren jetzt etwa mühen wir uns da weiter und verstehen es noch nicht mal, wissen es noch nicht mal. Und wenn ich heute sage, das Internet ist das stärkste Tool, um rauszukommen, das wir je in der materiellen Welt erfinden konnten und erfunden haben, dann sagen die Leute, du spinnst, nicht?
Und das ist eben etwas, was auch übrigens mich von meinen früheren aktiven Leuten, mit denen ich so eine große Affäre hatte, so entfremdet hat, dass ich heute nicht mehr mit ihnen reden kann. Sie wollen das nicht. Aber wenn Sie ihm sagten, die Leute sagen, du spinnst, oder auch früher, ne, wenn die Leute eben die Kommune 1 so das schlimmste Übel der Menschheitsgeschichte quasi bezeichnet haben, hat sie das irgendwann persönlich getroffen? Also war es Ihnen irgendwann wichtig, was die Leute von Ihnen gedacht haben? Oder haben Sie gesagt, okay, ich habe jetzt meine Mission, mir ist wichtig, dass ich meinen Weg gehe? Es ist schrecklich gewesen, dass du mit einem ziemlichen Schlag, nämlich kurz nach 68, alle deine geliebtesten Menschen verlierst, weil die alle sagen, du bist verrückt. Und wenn ich dann sage, natürlich bin ich verrückt, ich will noch viel verrückter werden, als ich jetzt bin oder eben war, nicht? Dann sagen die hier, nicht? Weil sie können es nicht, sie konnten es nicht, sie haben es ja alle versucht natürlich, nicht? Auch wieder dahin zu kommen und so weiter, nicht? Und dann mit diesen bürgerlichen Ekstasetechniken, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, früher hieß das dann Wein, Weib und Gesang, nicht? Oder mit Revolution, mit sozialen Bewegungen, nicht? Und so weiter, heute Social Web. Aber es ist alles misslungen. Und irgendwann saßen alle da und haben gesagt, es ging nicht, es geht nicht. Es wird nie wieder so sein, wie es damals einen Augenblick lang für uns alle war, nicht für die Jüngeren. Ich habe mir jetzt auch so ein paar Szenarien durchgelesen, ne? So was passiert nach Corona. Wir haben es ja vorhin auch schon so ein bisschen angeschnitten, wie es sein könnte, die Welt danach. Es gibt ja Glücksforscher, die sagen, dass dann diese unglaubliche Welle der Euphorie kommt. Alle können wieder so weitermachen wie vorher. Das sind die einen, die das sagen. Auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viele Leute, die sagen, wie Sie, es wird nicht mehr so sein wie vorher. Lassen Sie uns doch mal so einen Blick in die Glaskugel werfen, so in 2, 3 Jahren. Was meinen Sie denn? Wie sieht's aus? Ja, das ist jetzt Prophetenzeug. Gut, ich kann mir vorstellen, dass es mindestens eine zweite Welle gibt, was übrigens hier unsere Konservativen ja auch alle sagen, nicht Söder und so weiter. Weil sie irgendwo spüren, das reicht noch nicht. Nicht? Wir sehen das ja heute, dieses Lockerungszeug, nicht? Und die Leute wollen dann doch wieder einfach wie früher feiern und so weiter und so weiter, nicht? Und mit anderen Worten, wir brauchen mehr davon. Und ich denke, dass unser Unbewusstes uns genau das auch geben wird, denn es sorgt dafür, dass wir da tatsächlich weiterkommen, endlich mal weiterkommen. Und wir wissen das schon, auch von den Virologen, das wird mutieren, nicht? Es wird neue Stämme geben und so weiter und so weiter. Wir werden damit leben müssen. Jetzt gibt es die Hoffnung da auf eine Impfung, da sagen die Virologen auch schon, nicht? Du, vor 2, 3 Jahren braucht ihr ja überhaupt nicht zu denken, dass da irgendwas läuft, nicht? Also auf Deutsch, zumindest die nächsten 2, 3 Jahre werden wir mit dem Virus leben und vermutlich auch mit seinen weiteren Mutationen, nennt sich dann zweite Welle, dritte Welle und so weiter. Das heißt mit anderen Worten, wir brauchen noch mehr von diesem Erkenntnis, von diesem Bewusstseinserweiterungsprozess, den uns diese erste Welle, dieses erste sogenannte Corona eben jetzt gebracht hat. Und ich denke, dass das entsprechend weitergehen wird, ja. Aber wie ich jetzt gelernt habe, ja nicht zwangsläufig negativ. Also es wird sich ja Ihrer Meinung nach gut. Und positiv. Ja. Das alte Bewusstsein, das negativ findet, zeigt, dass es eigentlich positiv ist. Das heißt, dass es aus diesem alten Bewusstsein herausführt. Natürlich wird das sagen, das ist alles furchtbar. Nicht? Ich bin krank, nein, wer will denn krank werden? Wer will denn noch mehr Viren, die uns alle doch nur tot machen und so weiter? Ja. Das ist das alte Bewusstsein, das natürlich um sein Leben kämpft, weil es wird tatsächlich dadurch abgelöst oder verlassen und damit nicht mehr so existent sein wie vorher, wo es ja alles beherrschen konnte. Und wenn dieses schreit, nicht, das ist alles furchtbar, dann ist es in Ordnung. Wir haben das übrigens auch in der Bibel oder in dem alten Glauben, da heißt es ganz klar, Credo quia absurdum est. Also glauben kann man nur, wenn das Bewusstsein sagt, das ist ja alles Quatsch, absurd und unmöglich. So einfach ist das. Die Grundvoraussetzung dann, ne? Ja. Aber das finde ich ganz interessant. Sie haben ja gesagt, Sie glauben nicht an Gott, ne? Aber also nicht an diesen biblischen Gott zumindest, aber Sie sind sehr bibelfest, ne? An diese Blindheit, nicht? Die uns irgendwelche Märchen erzählt und an diese wir glauben. Das kann ich nicht. Nein, das konnte ich nie.